Ich habe eine Höhle gefunden, echt geil. Wow, Creeper! Oh, Alter. Herzlich willkommen zu einem neuen Part Minecraft Hexus und unser offiziell erster Part Minecraft Hexus mit zusammen mit, also mit Benny Kukula. Hallo ihr Lieben und wollen wir rauf joinen? Ich bin froh, dass ich auf 14 Minuten gestellt habe, weil ich habe vergessen, den Timer zu stellen am Anfang. Ich würde sagen, ja. Okay, ich gehe jetzt rauf. Ich habe dein Grab hier reingestellt in meinem zweiten. Ja, das möchte ich mir jetzt als erstes angucken. So. Ach ja, genau, ich bin ja noch tot. So. Wo bist du gespawnt? Nein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Wo bin ich hier? The fuck? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich sehe hier weder unsere Stadt, noch sehe ich ansatzweise hier unser Lager. Ich bin auf irgendeiner scheiß Eisfläche Ach du Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Und es ist dunkel. Hä? Hast du ein Bett? Nee, ich habe kein Bett. Aber es ist dunkel, hast du gerade gesagt, ne? Ich sehe, hier oben ist irgendwo eine Stadt. Du hast doch rechts die Koordinaten. Ja, einen Moment. Gehe ich mal kurz. Achso. Es ist 7996, 79, minus 114. Nee, das sind drei Zahlen. Das sind die einzigen Koordinaten, die ich habe. Ja, das sind drei Zahlen unterhalb der Map. Ja, das sind keine 7000, oder? Also bei mir steht 7996, 79, minus 114. Okay, dann war's das mit diesem Part hier. Ich bin nämlich genau 8000 Blöcke von dir entfernt. Das gebe ich mir jetzt nicht. Bei mir steht nämlich minus 66, 68, 153. Bist du vielleicht an den Spawn, wo du gespawnt bist, bist da wieder? Ja. Da hast du aber kein Tor für, hier reinzukommen? Nicht da, wo ich das erste Mal aufgenommen habe, sondern da, wo wir offline aufgenommen haben, wo Benny, wo Marcel gesagt hat, hey, wo spawnst denn du? Oder du schwebst hier in der Luft. Ich bin hier in irgendeiner Stadt. Ich habe keine Ahnung. Okay, die Sonne geht auf. Ich gucke mich jetzt hier um. Wir haben es in Aufnahme, das ist gut. Es wird jetzt, hier sind Eisbären. Ich hoffe, sie sind friedlich. Es wird jetzt wieder hell, ne? Ja, ich habe es gesehen. Hier oben ist nämlich anscheinend... Ich muss mal nebenbei... Bitte, Eisbär, seid friedlich! Sieht aber sehr stark danach aus. Lass mal noch ein paar Fackeln. Okay, ich bin in irgendeiner Stadt. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist schon mal schön. Wir haben eine Stadt gefunden hier. Hier ist Feuer. Dann lass ich das drin. Hier gab es eine Explosion. So, ich habe einen Schneeball. Abbauen dürfen wir in anderen Städten nichts. Das wäre natürlich echt genial. Hier ist eine Burg. Okay, das ist natürlich jetzt... Fuck, ich bin runtergefallen. Boah, wie scheiße ist das? Ich kann hier... Theoretisch dürfte ich hier nichts abbauen, mache ich es aber trotzdem. Okay, ich sehe auf jeden Fall Eisen. Ey, was habe ich denn für ein Glück in diesem... In diesem Projekt? Mist, ich habe jetzt voll was vergessen. Achso, ich habe falsche Seite abgebaut. Ach, nö. Ich bin wahrscheinlich auch nicht OP. Ich werde angegriffen. Warum werde ich angegriffen? Es ist hell. Ich bin gleich bei mir tot. Ist nicht hell. Mann, ich habe was vergessen. Der ist ein anderer Spieler. Fragen die, ob er dir helfen kann. Nee, ich nehme alles zurück. Ich bin tot. So. Schon wieder, ne? Aber ich kann da kann ich ja den Grabstein nicht abbauen. Ja, das ist ja egal. Jupp, hier sind Villager und Villager und Villager und Villager und, also keine friedlichen Villager, das ist das Problem. Oh, Mann. Oh, fuck, ey. So. Okay, ich mach's jetzt ganz einfach. So. Nice, okay. Die Erde ist dann schon mal weg. Ich bin so gespannt auf deine Aufnahme, ey. Ich auch. Also, ich sehe es ja, aber... So, ich habe mir jetzt eine Schere gemacht. Ich will jetzt erstmal ein Bett machen für uns. Guck, du hast ja gesagt, hier sind ja irgendwo... Wo ich nehme erstmal das. Ich habe Angst vor den Monstern. Hier sollen irgendwelche Monster sein.
die ich one-hitten. So, Slimy, Slimy, bist weg. So, als erstes hier Sticks. Workbench und dann habe ich genau 6 über und das sollte perfekt passen. One-hitted auf Slime, ey. Woo! Fuck, nee, passt nicht. Egal. Wu ist auch hier weg. Wo ist hier? Hier ist. Hier ist. Oh, hier sind viele Kühe. Tut mir leid, Leute, ich mache erstmal die Kühe hier tot. So, okay, ich sehe nichts, ist mir aber egal. Okay, das ist jetzt nicht so. Alter, wie viel Slime sind denn hier bitte? Okay, Das Messer ist, das Schwert ist echt gut. Hey! Nein! 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 Nö, mach ich nicht. Und du hast gesagt, welche Koordinaten bist du? 8073 und 469. Warte, ich gehe in die falsche Richtung. Schafe. Wo sind die Schafe? Ich habe im ersten Part habe ich Schafe gesehen. Ja, ich sehe sie. Ich habe sie. Moment, ich nehme erstmal das. Okay, ich werde gleich angegriffen. Was hast du gesagt? 8000. So. Nächste Frage, was war das? Was war die dritte Zahl? Die dritte Zahl ist jetzt 130, minus 130 bei mir. Oh, eine Katze! Die sind nicht ganz lustig, glaube ich. Die werden auch größer irgendwie. Hier, ich hab's. Also sagen wir es mal so, das sind wirklich 8000 Kilo, das sind wirklich 8000 Meter. Um genau zu sein, es sind genau. Noch ein bisschen Holz mit. Also wenn ich jetzt von innere Strecke nehme, sind das 8600 Meter. Und ich werde mehrmals angegriffen. Auf Deutsch, ich habe hier eigentlich keine Chance. Okay, kann ich mich denn OP machen? OP, Throw, Drag. Nein, super. Okay, fuck. Hier neue Bäume anpflanzen. Wisst ihr was? Ich sag jetzt No Risk, No Fun. Ich geh jetzt einfach mal. Bitte sei nichts dahinter. So, ich will mal weiter hier rumgehen. Gucken, ob noch irgendwas hier Schönes gibt. Ja, es ist nichts dahinter. Aber ich hab den Stein nicht. Och, nö. Okay, ich kann mir kein Schwert basteln. Doppelt doof. Dreifach doof. Soll ich nur ein paar Bäume jetzt mit? Hier. So, 1, 2. Das war falsch. Juhu, ich habe ein Holzschwert. Du hast einen Zahnstocher, meinst du? Ich habe einen Zahnstocher. Das heißt, ich muss nachher noch in meinen Skin einen Zahnstocher einfügen. Ja, super, das wird ja ein cooles Thumbnail. Ey, bei mir ruckelt das so. Also bei mir läuft's frei. Gerade, super. So, hier ist noch ein 8000, ich gehe in die falsche Richtung. Das hier ist die Richtung. Na super, ich muss hier eine. Och nö. Bei mir leckt das ein bisschen. Ah, ich hab die Dings noch nicht umgestellt, okay. Gut zu wissen. Ich gehe jetzt einfach mal spaßenthalber, weil wir. Nein, ja. Katzen! Ich gehe hier jetzt einfach an eine freie Fläche und baue mir schon mal das erste ab. Da ist voll der Schisser hier. Brauchen wir, also wir brauchen auf jeden Fall Holz. Ich fahre mir jetzt, ich kann ja sonst nichts machen. Und wenn das eine Stadt sein sollte, dann tut's mir leid. Aber ich bin 2000 Meter vom Lagerfeuer entfernt und 8000 zu meiner Stadt. Also, das ist mir jetzt egal. Ich will noch ein bisschen. Irgendwann muss ich halt auch mal was aufnehmen. Toll. Aber die Burg hier sieht geil aus und irgendwie fehlt hier, glaube ich, was von der Map. Ja, aber bei mir leckt es ein bisschen. Nur ein bisschen. So, ich kann mir eine Axt machen. Aber ich mache mir einen Spitzhacke. Spitzhacke ist besser. So, aufpassen. Hier können irgendwelche Monster sein. Die sieht man erst 2 Blöcke vor einem. Und die sind im Sand getarnt. Und dann können sie. Ja, ich bin ja nicht mal ansatzweise im Sand. Ich muss mir Angst vor Eisbären und Pinguinen machen. Also wenn mich ein Eisbär angreift oder ein wildes Pinguin, dann muss ich mir Gedanken machen. Ich bin nämlich in der Arktis. Super, jetzt habe ich schon 2. Jetzt habe ich schon 2 Supernamen für dieses Let's Play. Entweder von der Wüste zum Antarktis oder ich und der Zahnstocher.
Den Zahnstocher finde ich cool. Es war mir klar, dass du den cool findest. Das mit dem Pinguin sollte eigentlich ein Witz sein. Ich weiß. Nein, ich habe hier wirklich Pinguine vor mir. Das sollte eigentlich ein Witz sein. Ich meine, eigentlich kann ich noch hier... Nein. Und warum ist jetzt eigentlich der ganze Baum da abgefahren? Ach, keine Ahnung. Och, warum habe ich hier einen Pinguin vor mir? Ich muss ja so runter. Sind die süß? Die sind so süß, ich will den haben. Ich muss irgendwann mal... Aber seit wann leben Eisbären und Pinguine im selben Kontinent? Also, sie sind Nachbarn. Sandstone. Da. Sandstone. Gleich neben Schafen. So. Wer kennt's nicht? Oh, Mann. Oh, jetzt habe ich wieder falschen Eingang genommen. Jetzt habe ich zwei Eingänge für den Scheiß. Okay. Sehr, sehr interessant, wenn du was mit einer Axt ab... wenn du einen Baum mit einer Axt ab... erntest, abschlägst, wird sofort alles gespawnt. Wenn du es mit der Hand machst, nicht. Ich weiß. Ach, das sagst du mir jetzt erst? Nee, hatte ich schon im ersten Let's Play gesagt, aber du hörst mir ja nie zu. Kann es sein, dass... Nee, da hast du dich doch gefragt, ob das geht. Und da dachte ich, das geht mit der... Da habe ich aber auch gesagt, es geht. So, ich habe jetzt mal ein paar Betten hier gebaut. Drei? Vier. Komm, wir machen vier. Wir sind schon da, Leute. Du musst auf jeden Fall ein paar machen, weil ich glaube, 50% des Servers müssten schlafen, um die Nacht zu überbrücken. Wenn das hier so ist. Auf den anderen Minecraft-Servern ist das so. Ich stelle mal kurz die Betten hier hin. Alter, wie schnell geht denn der Tag hier um? Ja, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wir sind übrigens auch schon bei... Ach so, ich weiß es ja nicht, weil das Aufnahmeprogramm ja länger läuft. Moment, wir sind bei 11 Minuten bei meinem Aufnahmeprogramm. Ja, bei mir auch. Also so, noch 2 Minuten plus 1 Minute. Keine Ahnung halt. Okay, es wird wieder dunkel. Hä? Ich bin gerade überlegt, ob ich mich nicht einfach vergrabe. Und das mache ich jetzt auch. Dann kann ich da noch etwas Stein farmen. Warum mache ich das eigentlich mit der Spitzhacke kaputt? Kann mir das mal irgendjemand erzählen? Hä? Wieso kann ich kein Bettchen stellen? So. Ich mache es hier ein bisschen gemütlicher. Dirt, so. Dann, ich brauche einen Ofen. Ich habe gerade so für einen Ofen. Ofen hier hin. Also ich mache jetzt ein bisschen wieder alles schöner hier. Nein, ich habe die Spitzhacke verbrannt. Ich habe noch drei. Hui, das war knapp. Das spawnt irgendwie was die ganze Zeit. Oh, das war knapp. Jetzt hatte ich gerade einen kleinen Schrecken bekommen. Ein Kohle. Fackeln. Also mir kann ja nicht so viel passieren. Ich bin jetzt hier gerade auf dem... in der Höhle. Und... So, dann hier, ja. Ja, ich bin auch in der Höhle. Hust, hust. Ja, und dann... Das war ja klar, das musste ja jetzt kommen. Ich glaube, das Projekt mag dich irgendwie nicht. Ja, weißt du warum? Ich brauche mir gerade Kohle zusammen aus Holz. Was passiert? Ich grab einen Stein weiter, ich finde Kohle. Dias? Kohle. Kohle! So, wenn der Timer abläuft, dann mache ich das nämlich wie folgt. Wenn der Timer abgelaufen ist, baue ich hier alles weg. Und dann sage ich im Marcel noch genau, Bescheid. Genau, dann sollen die dich einfach mal herspawnen. Und dann klappt ja, beziehungsweise es ist ja auch scheiße für andere Tote. Also es ist ja nicht so, als wäre ich jetzt, als würde ich der einzigste Tote in diesem Projekt sein. Oh, warte, ich muss mich konzentrieren gerade. Ich bin gerade runtergeflogen. Ja, jetzt kannst du weiter erzählen, weil ich bin gerade runtergeflogen. Das Einzige, was mich halt interessiert, ich bin ja nicht der Erste, der gestorben ist. Warum haben die anderen noch nichts gesagt oder haben die noch nicht aufgenommen? Weiter. Gehe ich jetzt die Höhle lang oder was mache ich jetzt hier? Achso, das sind andere Kohle. Was sagt die Zeit? Ich bin so runtergeflogen hier gerade. Wo ist denn der Eingang? Da. Zeit sagt 30 Sekunden. Das sollte ich hinbekommen. Ich muss ja nur nach da oben. Moment, ich baue mal mir kurz einen Eingang nach oben. Bevor mich gleich hier jetzt mal jemand umbringt. Nein, das ist Redstone. Hier sind Dias. Und ich habe kein Eisen. Ich habe kein Eisen, um die Dias abzubauen. Auch genial. Ich habe erstmal schon mal eine Höhle gefunden. So, ich habe zwei Eisen. Ich gehe jetzt hier zurück in meine Höhle. Und da klingelt der Timer. Also wir haben noch eine Minute. Gut, ich habe ja noch ein bisschen mehr. Ich habe aber jetzt ganz viel gefunden hier. Das baue ich jetzt alles ab erstmal. Ich baue jetzt erstmal das hier. Und Kohle, so. Kohle, Kohle. Ich glaube, das ist hoffentlich sehbar. Wir haben eine geile Höhle gefunden. Und wir haben Betten. So, dann das weg. Und hier, die lasse ich mal an, die Fackel. Okay, das war's mit dem Part. Schnell disconnecten. Ich bin ready.
Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, guckt bei Benny Kugula vorbei. Er macht jetzt noch Hausbau, was wahrscheinlich sehr, sehr interessant ist. Ich muss jetzt Marcel anschreiben, weil es kann irgendwie nicht sein, dass ich hier 10 Tage hinterm Tod da noch Scheiße baue. Aber ich habe auf jeden Fall 2 Eisen gefunden. Ich habe einen Ofen gebaut, ich habe Holz, ich habe ein paar Äpfel. Das sollte erstmal reichen für den Start. Und wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Tschüss. Du musst mir sagen, wann meine 20 Minuten um sind, ne, bitte? Sag das doch Bescheid. Ich muss dann nochmal 15... 20 Minuten? Ja, ich habe 20 Minuten. Ich werde den Hausbau doch nicht machen. F11. Und stoppen. So. Ich habe eine Höhle gefunden, echt geil. Wow, Creeper! Oh, Alter. Ich würde jetzt zu gern bei dir zugucken. Die alle denken so wahrscheinlich, was ist das für ein Vollidiot, ey. Oh Mann. So, Moment, erstmal kurz eine Karotte sneaken. Sneaken. Ich sneak mal kurz eine Karotte. Kommentare für wieder. Also, du hast noch 3 Minuten. Gut, dann gehe ich auf. Achso, du hast eine Intro vorher, oder? Nee, das ist nämlich, mach ich ein bisschen anders jetzt. Aber ich will insgesamt 15 Minuten machen. 20 Minuten. 15 Minuten. Ich wollte gerade eben sagen, 15, das wäre sehr knapp geworden. Ist sehr, sehr knapp, ne? Also, ich weiß nicht, hier habe ich jetzt alles abgegrast. Ich hatte 14 Minuten eingestellt, habe dann noch 30 Sekunden überzogen. Ja, die Zeit soll so circa hinkommen. Ich sag dir einfach bei einer Minute Bescheid und dann musst du auch langsam zum Ende kommen. Ja. Sag mir lieber bei 2 Minuten Bescheid, weil ich zurückgehen muss noch. 2:40. In 2:40 nur noch? Ja. Okay, ganz kurz noch das hier abfarmen. Ganz schnell. Weil ich will wenigstens die Eisendinger reinschmeißen. So. Und ich mach gleich nochmal den Eingang hier dicht, damit keiner hier reinkommt. So. Du hast noch 2 Minuten 15. Ja, ich bin schon auf dem Weg nach oben. Das wollte ich eigentlich nur verfeinern hier. Aber gut. Es hat Zeit. So, jetzt schmeiße ich alles mal in die Öfen hier rein. Ich habe Eisen ganz viel. Da kann noch ein bisschen davon was rein. 6, 7 Stück. Ein bisschen Gold habe ich noch. Mache ich davon noch ein bisschen was rein. So, dann mache ich hier noch ein bisschen was rein. Schmeiße das Steak mal rein. Wäre vielleicht auch mal sinnvoll, das reinzuschmeißen. Und ich entleere mich mal ein bisschen. Damit vielleicht die anderen Leute, die dann eben dann reinkommen, auch ein bisschen was davon haben. Das kann ich hier behalten. Betten kann ich reinbauen. Sand kann ich rein. Schere kann rein. Eisen. Ich schmeiß das einfach alles mal rein. Ich wollte vielleicht noch das ein oder andere mal anbauen. Aber das mache ich wahrscheinlich dann in einem nächsten Let's Play. Ja, er hat von Hausbau gesprochen, aber ich bin immer jetzt Hausbau. Ja, könnte man machen, aber ich will lieber, glaube ich, mich besser equippen jetzt erstmal. Weil wenn ich ja umgehe und so Hausboys mache, das wird wahrscheinlich eh sterben. Naja, hast du recht. Außerdem, wenn mein Part rauskommt, das ist ja gerade mal der 2. Genau. Also er kommt am 3. Das ist ja sowieso nochmal eine andere Geschichte, das ist es ja. Okay, du hast noch 50 Sekunden. Gut, dann mache ich nur das noch schön, damit das hier als Licht hier ist. Da noch Licht. Ich habe Angst, dass sonst irgendwas hier spawnt. Das wäre uncool. So, also wir haben hier noch Betten. Die Öfen sind, laufen auch jetzt. Da ist ein bisschen Eisen drin. Wie habe ich noch mit dem Eisen? Ja, 15. Nein, ich lasse ich erstmal drin. Für eine Chest und so können man machen, aber ich will jetzt einfach nicht so viel machen. Ich könnte auch noch einen Diamonds-Mod machen. Aber Diamanten lasse ich auch drin für alle anderen. Ich würde sagen, ich disconnecte jetzt hier. Und wenn dir das Projekt gefallen, dann lass einen Daumen da. Besuch TrollDragon. Link ist unten in der Beschreibung, wie auch von den anderen YouTubern, die bei diesem Projekt dabei sind. Abonniere mich, falls du es noch nicht gemacht hast. Und ich verabschiede mich und sage auf Wiedersehen. Ciao.